Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play DayZ. Ich möchte mit euch DayZ spielen. DayZ ist ein Mod basierend auf Arma 2. Multiplayer-mäßig auf Servern wird gespielt. Und ich möchte das mit einigen Kumpels spielen, die im Laufe des Let's Plays immer wieder dazustoßen werden. Wie ihr seht, ich habe schon angefangen. Wer das Spiel kennt, man fängt eigentlich mit nichts an und ich habe hier schon ein Zelt. Das hat damit zu tun, dass ich gewisse Sachen habe ausprobieren wollen. Und naja, und außerdem bin ich so oft gestorben und das wollte ich euch erstmal noch nicht antun. Ja. Was ist DayZ noch? DayZ ist eine Überlebenssimulation aus einer Zombie-Apokalypse. Dieses Spiel ist im Moment noch im Alpha-Stadium und soll demnächst ein eigenständiges Spiel werden. Man spielt in einem Staat, der Tschernarus heißt. Laut Wikipedia ist das ein sowjetischer Staat. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich spiele ausschließlich auf Servern von germandayz.de. Sie laufen sehr stabil. Sind nette Leute und sind auch sehr hilfsbereit. Ich habe schon viel Hilfe von denen bekommen, schon alleine beim Installieren des Spiels, weil das ist auch nicht sehr einfach. Ja, ich möchte euch, bevor wir das ganze Let's Play richtig starten, möchte ich euch auch die Karte, die Online-Karte von Tschernarus vorstellen. Dort werden wir uns dann gleich wiedersehen. Bis gleich. So Leute, hier ist jetzt die Karte von Tschernarus, dem Staat Tschernarus. Ja, die wollte ich euch zeigen, die Karte, und wollte euch auch mal zeigen, wie man sie benutzt. Das ist eine Online-Karte. Man kann sie einfach im Browser den Link eingeben. Dann kommt dieses Bild und man kann auch gewisse Sachen einstellen. Diesen Link werde ich euch in die Beschreibung mit hineinmachen. Zuerst einmal, was kann man alles einstellen? Man kann einmal hier zoomen, das sieht man hier. Und dann kann man einstellen, was man alles für Gebäude bzw. für Sachen auf der Karte sehen möchte. Ich stelle mal alles an. Ne, so sieht das aus. Ich lasse mir meistens keine Fahrzeuge anzeigen, weil die halte ich für noch für unwichtig. Industrie ist auch für mich unwichtig. Farmen erstmal auch. Die Häuser sowieso. Militärgebäude und die anderen Sachen auch erstmal aus. Und jetzt kann man einzeln einschalten, was man gerne sehen möchte. Ich möchte gerne die Krankenhäuser sehen und die Supermärkte. Dann will ich die mittleren und die großen Militärgebäude sehen. Und ich möchte die großen Farmen sehen. So habe ich die ganze Zeit versucht zu spielen. Das reduziert das Ganze und macht es auch ein wenig übersichtlicher. Wir sehen hier Ammermeer im Süden und im Osten ist Meer. Grundsätzlich spawnt man am Meer. Was ich bis jetzt erlebt habe, war, dass man am häufigsten im Süden spawnt. Bis hin nach Sulicini. Ich selber bin hier schon mal gespawnt und ein Freund von mir oder ein Mitspieler von mir auch. Weiter oben kann ich mich nicht daran erinnern, das jemals gesehen bzw. erlebt zu haben. So. Des Weiteren haben wir hier, ich zoome mal ein wenig, die beiden größten Städte. Das ist Tschernogorsk, abgekürzt Tscherno. Elektrozawoitsk, abgekürzt Elektro. Man sieht, Tscherno ist die größte, hat 3 Krankenhäuser oder Hospitäle, einen Supermarkt,
ein Militärgebäude. Meistens sind diese Militärgebäude oder sehr oft sind diese Militärgebäude auch Feuerwehrhäuser. Das sieht man dann an dem Turm und an der Alarmanlage. Elektro ist etwas kleiner, übersichtlicher. Und wenn wir ranzoomen, kann man auch sehen, dass Elektro von den Straßen her auch sehr übersichtlich ist. Man erreicht alles ziemlich schnell. Man hat das auch sehr zentral hier, das Militärgebäude, das ist ein Feuerwehrhaus, der Supermarkt. Gegenüber vom Supermarkt, wo ich jetzt hier die Spitze von der Maus habe, da ist ein Eckhaus, wo man auch reingehen kann. Dort findet man auch sehr viel. Dann hat man hier so ein langes Gebäude, das ist wie eine Schule. Oder wir sagen einfach, wir haben uns geeinigt, dass wir da zur Schule sagen. Dort ist alles Mögliche zu finden, unter Munition und so weiter. Dann haben wir hier das Hospital. Befindet sich auf dem Dach meistens die Blutpacks und die ganzen Spritzen, die Medizin also. Ansonsten, was hier so ist, der Hafen und sowas, ist nicht so wichtig. Wie gesagt, ich befinde mich mit meinem Mitspieler Tammy, befinde ich mich hier in der Nähe von Elektro. Wir möchten gerne in der Nähe eine Basis aufbauen. Und weil ich schon ein Zelt gefunden habe, aber ich habe das auch noch nicht ausprobiert. Wir müssen mal gucken, wo wir das aufbauen. Wir wollen uns in Elektro noch ein bisschen einrüsten oder aufrüsten. Es wollen auch noch andere Mitspieler noch dazu stoßen, die wir dann auch noch einrüsten wollen oder ausrüsten wollen. Und dann werden wir wohl mal in den Norden gehen. Aber das soll soweit erstmal gewesen sein. Ich wollte euch diese Online-Karte zeigen. Sie ist für jeden sehr hilfreich, deswegen mache ich das Ganze auch. Und ich hoffe, dass ihr die auch gut gebrauchen könnt. Es werden mit Sicherheit auch einige von euch diese Karte schon kennen. Deswegen, aber manche wissen halt auch nicht, wie man sie benutzen kann. Hier oben ist noch, was ich noch zeigen wollte, noch der große Airfield mit den großen Militärgebäuden. Ist sehr interessant mit Sicherheit, dort mal zu sein. Ich habe das im Video schon mal gesehen. Die Leute haben zu dem Zeitpunkt nicht viel gefunden, aber vielleicht war auch schon was weggeholt worden, ich weiß es nicht. Hier ist noch eine dritte Stadt, wo ein Krankenhaus ist, also ein Hospital und zwei Supermärkte. War ich auch noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich würde sagen, wir starten das Let's Play und wir sehen uns in-game. Ja Leute, ich bin zurück im Spiel und ich muss gestehen, ich habe doch ein bisschen was gemacht. Und zwar bin ich zwischendurch auch noch schon mal gestorben. Und der Tommy ist nicht gekommen und da musste ich alleine erstmal losziehen. Und ich habe eine Basis gebaut, ein Zelt. Jetzt habe ich das allerdings nicht gerafft und habe nicht safe gemacht. Habe Ausrüstung reingelegt und habe nicht safe gemacht. Und die Surfer starten viermal am Tag neu und dann war natürlich nichts gespeichert. Und deswegen muss ich unbedingt wieder zurück nach Tscherno, um mir gewisse Sachen zu holen. Und das werde ich jetzt machen, auch ohne Tammy, denn der wird gleich später noch dazu stoßen. Müssen wir mal gucken. Geht. Und ich sage mal, ich wollte ja endlich das Let's Play auch anfangen. Und deswegen, um jetzt extra auf den Tammy zu warten, wird noch genügend Gelegenheiten geben, wo der Tammy dabei ist. Aber ich war eben schon mal testweise hier auf dem Surfer und da habe ich Schüsse gehört. Das war natürlich nicht so prickelnd. Und das Ganze in der Nähe. Ja,
wollen wir mal schauen. Oder Bugs. Habe ich das sonst nicht so gesehen. Also eins muss man natürlich auch sagen. Man hat schon so ein bisschen Angst. Alleine. Also es fesselt einen auch unheimlich dieses Spiel. Das macht zum Teil natürlich auch die Musik. Und die ganzen Geräusche. Und man kann sich nun mal auch nicht sicher sein, wer Freund und wer Feind ist. Hinter diesem Hügel, der vor mir liegt, liegt Elektro. Das ist auch so eine markante Stelle. Da ist Kraftwerk. Sehr beliebt. Ich höre schon wieder Schüsse. Wie gesagt, ich hatte schon mal versucht, einen Alleingang zu machen, den ich nicht aufgenommen habe. Da bin ich dann gestorben bei. Also was ich ganz dringend brauche, ist für die Winchester Munition. Die würde ich gerne Gold haben. Ja, gut an wieder mein Alleingang. Na gut, das ist halt so. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich am liebsten, oder ich möchte ausschließlich auf Surfern von German DZ spielen. Weil die mir sehr guten Support geleistet haben, um überhaupt richtig DZ zu installieren. Und naja, wie gesagt, ich finde das klasse.
Taste, kann man sich umgucken, ohne sich zu bewegen. Ja, da wollen wir mal hoffen, dass der mich nicht sieht. Das muss ja nicht sein, ne? Dahinter ist gar keiner. Da oben ist ein Berg vielleicht. Da wollen wir mal kriechen.